Die verschwundene Reliquie oder was darf ich nicht für mich behalten? Das ist das heutige Thema. Grüß Gott und willkommen. Mein Name ist Paul Oldenburg und hier ist wieder das Programm Pater Pio. Den heutigen Text, den ich für Sie habe, ist ein Lehrbeispiel. Und insbesondere, weil ich heute Morgen eine E-Mail bekommen habe, die mich etwas traurig gestimmt hat, weil dort jemand sich beschwert hat, dass er die E-Mails bekommt, die wir verschicken, um zu sagen, dass ein neues Video da ist. Und diese Person meinte, dass er ja schon katholisch sei und man bräuchte ja nicht ihn versuchen zu überzeugen, katholisch zu werden. Wir sind katholisch, weil es uns geschenkt wurde. Und zwar ohne unseren Verdienst. Unsere Eltern haben uns im günstigsten Falle katholisch getauft und erzogen. Oder wir sind es halt später geworden. Und was das heißt, ist, dass wir das nicht für uns behalten sollen. Denn wir wissen jetzt, was für uns, was der Weg in den Himmel ist. Und wir wissen, wie wir da hinkommen können. Und wir kennen die Schätze der Kirche, wir kennen die Gnaden. Und das ist nichts, was wir für uns behalten sollen. Denn dieses Apostolat ist ja dazu da, Pater Pio bekannt zu machen, damit eben das Heil bekannt wird. Und dass die heilsame Wirkung von Pater Pio bekannt wird. Das heißt, das ist ein Geschenk, was wir weitergeben sollen. Und Pater Pio ist nicht jemand, den man für sich behält, sondern das ist, das sehen wir ja an den ganzen Beispielen dort, in dem Moment, wo jemand sich bekehrt hat und diese Erleichterung gespürt hat in sich selber, endlich auf der richtigen Seite, endlich auf dem richtigen Weg zu sein und diese ganze Last von ihm gefallen ist, hat er sofort angefangen, über Pater Pio zu reden und seine Unterhaltung weiterzugeben und seine Erfahrung mit ihm weiterzugeben, selbst wenn Pater Pio ihm gesagt hat oder ihr, er rede nicht gleich darüber, aber sie sind quasi überschäumend gewesen vor Freude und haben das alles weitergegeben. Und das ist der Sinn unseres gemeinsamen Apostolates, dass wir das weitergeben und teilen und nicht für uns, alles für uns behalten. Denn wenn wir eine kleine Erfahrung gemacht haben, die uns gut getan hat, ganz banal, wenn ich ein gutes Medikament gefunden habe in einer Apotheke oder irgendwo anders, dann rede ich darüber, weil es mir geholfen hat. Also hast du das probiert, das hat mir auch geholfen. Und das ist genau das Gleiche mit diesem Apostolat. Dieses Apostolat machen wir, weil wir wissen, dass es den Menschen gut tut. Und deswegen teilen wir diese Videos. Und das bitte ich Sie auch heute wieder zu tun. Teilen Sie diese Videos. Und Sie wissen, wenn Sie das teilen, sind Sie eingeschrieben mit Ihren Intentionen in die nächste Heilige Messe, die wir lesen lassen am nächsten Freitag. Und wenn Sie das Video hier unterhalb liken, hat das zum Effekt, dass die Videos im Ranking steigen bei YouTube und besser gefunden werden können. Und das alles trägt dazu bei, dass Pater Pio sichtbar wird. Und diese Sichtbarkeit ist so dringend nötig, weil wir wissen, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet, in welchem Zustand sich die Menschen befinden. Die Depressionen werden immer mehr, Selbstmorde werden immer mehr. Die Gesetze, die verabschiedet werden, die werden immer gruseliger. Wir sollen es zulassen, dass sich alte Menschen umbringen lassen und nicht mehr den Tod abwarten, den der liebe Gott für sie vorgesehen hat. Wir können Babys im Bauch umbringen, der Mutter und so weiter und so weiter. Alles diese Dinge belasten immer mehr unsere Gesellschaft, immer mehr die Menschen und sie finden keinen Ausweg mehr. Der Ausweg ist der Glaube, der Ausweg ist leichter zu finden über Pater Pio. Das hat er nun selbst bewiesen und deswegen machen wir das. Also liken Sie, abonnieren Sie, teilen Sie diese Videos. Und wenn Sie uns mehr helfen wollen, schauen Sie unterhalb des Videos, finden Sie den Link zur Seite der Familie der Pater Pio Schützlinge. Dort können Sie sehen, wie Sie diesem Apostolat aktiv noch weiterhelfen können. Sie haben die Vorteile dann, dass Sie, wenn Sie einmal ein Pater Pio Schützling sind, eingeschrieben sind in alle 60 Messen, die wir ungefähr im Jahr lesen lassen.
Und Sie brauchen sich nur vorzustellen und zu wünschen, welche Intention Sie jetzt am nächsten Freitag in die Messe einbringen möchten. Und damit sind Sie eingeschrieben. Und alle diejenigen, und was für ein Geschenk ist das, die Ihre Videos sehen, sind ebenfalls eingeschlossen in die Messe. Also Sie teilen und jemand sieht es deswegen, dann sind Sie auch eingeschlossen. Und das ist der Sinn der unserer ganzen Übung. Und es geht nicht darum, die Katholiken zu bekehren zu irgendeinem noch katholischen Glauben oder nein, es geht darum, Pater Pio bekannt zu machen. Und auch wir lauen Katholiken sind aufgefordert, auf ihn zu hören, denn die Masse unserer Mitgläubigen, glaube ich, hat das große Problem, was viele, viele Leute hatten, die nach San Giovanni gekommen sind, die sind lau geworden und sie wissen eigentlich gar nicht mehr richtig, was es heißt, katholisch zu sein und wirklich an Gott und an seinen eingeborenen Sohn zu glauben und an die Gnadenvermittlerin, die Mutter Gottes. Und wenn wir was erhalten haben, und das ist die Geschichte von heute, dann müssen wir das teilen. Das heißt, das ist etwas, was uns geschenkt ist und das sollen wir teilen zum Wohle der Mitmenschen. Und das ist das Gute, breitet sich natürlicherweise aus und das ist, wenn wir darüber reden, genau der Fall, der passiert. Und hier haben wir ein sehr, sehr interessantes Beispiel eines Don Nello Massini, auch ein geistiger Sohn von Pater Pio, und der hatte eine Schwester namens Fiorina, die ihn jedes Mal, wenn er nach San Giovanni Rotondo fuhr, bat, ihm eine Reliquie von Pater Pio mitzubringen. Lange Zeit wollte er diesen frommen Wunsch nicht erfüllen, aber eines Tages bot sich ihm die Gelegenheit, die er sich nicht entgehen lassen konnte. Er war im Kloster und fand die Tür zu Pater Pios Zelle offenstehen. Er schaute hinein und sah auf dem Stuhl ein Wollschal mit Fransen liegen. Also was passierte? Er vergewisserte sich, dass ihn niemand sah, also hatte schon ein schlechtes Gewissen dabei, und riss dann eine der Fransen vom Schal für seine Schwester. Bevor er heimfuhr, beichtete er bei Pater Pio, der ihm am Ende seines Sündenbekenntnisses fragte, hast du mir noch sonst etwas zu sagen? Nein, Padre, nichts weiter. Donello, du stiehlst, sagt er ihm auf den Kopf zu, sagte der Heilige. Ich habe in meinem Leben nichts gestohlen, außer hin und wieder einen Happen, wenn ich an der Küche vorbeikam. Er wog 120 Kilo, sagt der Autor. Ja. Aber gut, Pater Pio antwortete väterlich, Donello, was hast du in der Tasche? Pater Pio sah das natürlich. Wie wir wissen, konnte er in die Herzen schauen, aber er konnte auch in die Taschen der Menschen schauen, wenn Gott es ihn ließ, und in diesem Fall konnte er es. Donello errötete, aber der Pater gab ihm die Absolution, ohne weiter auf die Sache einzugehen. Es ist so wunderschön zu sehen, wie die Seele kommunizierte und er sofort merkte, ja, er bereute jetzt schon, dass er das getan hatte, also gab er ihm die Absolution, denn sonst hätte er ihm die Absolution nicht gegeben, wenn es nicht klar gewesen wäre, dass er das auch bereut hat, was er da getan hat. In Cesena, da wohnte der Donello, kannte jeder den Wollfaden von Pater Pio, den Donello in San Giovanni Rotondo gestohlen hatte und der von Fiorina hinter einem Glasrahmen aufbewahrt wurde. Eines Tages bat ihr Nachbar Gino Mazzoni, der sich im Krankenhaus eine Wucherung aus dem Hals entfernen lassen musste, ein Stückchen davon haben zu dürfen. Das große Vertrauen in die Reliquien ist nach wie vor vorhanden. Fiorina gab ihm den halben Faden und er kehrte geheilt nach Hause zurück, der Gino Mazzoni. Einige Monate später bat eine Freundin Fiorina um ein Stück der Reliquie für einen Kranken. Diesmal dachte Fiorina bei sich, wenn das so weitergeht, habe ich bald selber nichts mehr. Und sie gab ihrer Freundin nur ein Bildchen des Heiligen mit einem Stoffstückchen, das man auf sein Grab gelegt hatte. Also keine direkte Reliquie, sondern nur eine indirekte. Das ist also schon nach dem Tode von Pater Pio gewesen. Da muss das wahrscheinlich in den 70ern gewesen sein.
Als sie am Abend ihre Gebete verrichtete und auf den Rahmen blickte, der den Wollfaden enthielt, fand sie ihn leer. Sie nahm den Rahmen von der Wand, drehte ihn um, stellte aber fest, dass er nicht geöffnet worden war. Der Faden war weg, einfach so. Also dachte sie sich, der Pater habe ihre Selbstsucht bestrafen wollen. Sie beruhigte sich erst wieder, als Gino Mazzoni ihr die Hälfte der Reliquie zurückgab, die sie ihm geschenkt hatte. Und das ist, was wir uns merken sollten, glaube ich. Das ist, erstmal hat sie dort etwas bekommen, was ihr eigentlich nicht zustand. Sie hätte danach fragen können, aber es ist sozusagen ein Hehlerware, die sie bekommen hat, denn ihr Bruder hat das geklaut. Gut, nachträglich hat Pater Pio gesagt, gut, hier hast du deine Reliquie. Aber jetzt zum zweiten Mal, erst einmal war das nicht einmal eine Art und Weise, eine richtige Art und Weise, sich diese Reliquie anzueignen, wollte sie das für sich behalten. Sie wollte demjenigen, der es nötig hatte und der darauf vertraute, nicht weitergeben. Und das ist genau das. Wir dürfen diese Dinge nicht für uns behalten. Sie sind uns geschenkt und wenn sie uns geschenkt sind, dann müssen wir sie teilen mit denen, die ein Bedürfnis danach haben. Und das ist unsere Lehre, die wir daraus ziehen sollten, dass wenn wir den Glauben geschenkt bekommen, wenn wir Pater Pio geschenkt bekommen, wie in diesem Fall, und ich bin ja auch keine Ausnahme, mir wurde er auch geschenkt, denn ich kannte ihn auch früher nicht, denn ich bin erst seit 20 Jahren katholisch. Und natürlich, die Heiligen lernt man erst nach und nach kennen und er ist mir geschenkt worden. Und ich sehe die Großartigkeit von ihm und das Einzige, was einem übrig bleibt zu tun, ist darüber zu reden. Und das machen wir. Und wir reden darüber und wir geben sozusagen in diesem Fall keine Reliquie, aber das Antlitz von Pater Pio weiter, seine kleinen Geschichten weiter, so damit sich ein Bild bildet, dass sich die Menschen ein Bild machen können über Pater Pio, der so einen unglaublich leichten Zugang, wie es scheint, zu Gott hatte und Gott ihm nichts abschlagen konnte. Und genau das passiert auch heute noch, denn das, was er uns vorgelebt hat, das macht er auch heute noch im Himmel für uns. Und deswegen wollen wir versuchen, diese Videos zu teilen. Da bitte ich Sie darum, das zu tun, diese Videos zu teilen, sie zu liken und alles Mögliche zu machen, damit Pater Pio bekannt wird, damit wir in allen Haushalten in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich und in Südtirol und überall, wo man uns versteht, sein Bild hängt, sein Bild, was Sie hier unten noch bestellen können. Ich hoffe, dass wir bald eine Telefonleitung haben, sodass Sie uns anrufen können. Das ist nämlich dann noch leichter. Aber noch ist es nicht so weit. Wir arbeiten dran. Aber Sie können das Bild schon bestellen und verteilen um sich herum. Tun Sie das reichlich, denn das ist das, was, und Sie wissen das aus den früheren Videos, die Menschen zu ihm führt. Wenn er einmal gesehen wurde und sei es als Bild, macht er sich auf den Weg in die Seele des Menschen und verändert diese. Und das ist unser Ziel, unser großes, großes gemeinsames Ziel. Also halten Sie nicht zurück, was Sie über ihn wissen. Und außerdem, heutzutage müssen Sie ja gar nicht mehr selber darüber reden. Ich bitte Sie ja nur, das Video zu teilen auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram und ich weiß nicht, welche Netzwerke Sie noch benutzen. Oder einfach per E-Mail mit Ihren E-Mail-Verteiler, sodass die Menschen wissen, dass es Pater Pio gibt und dass sie sich an ihn wenden können für alle ihre Fragen in ihrem Leben. Darum geht es in unserem kleinen Apostolat. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.